Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Secret Files 2 Tunguska. Ja, in der letzten Folge mussten wir dann ja leider abbrechen mit unserem Gesuche, sage ich mal, weil die Zeit doch schon ziemlich knapp war, beziehungsweise die Zeit halt eben auch schon drüber war. Ich hatte ja ganz am Anfang in einer der ersten Folgen, glaube ich, war es gesagt, dass ich versuchen werde, die einzelnen Folgen immer so rum die 20 Minuten zu halten. Hat nicht ganz hingehauen, aber ja, so in etwa war es dann möglich. Einziges Problem, es hat sich seitdem natürlich jetzt gar nichts getan. Deswegen, ja, weiß ich halt immer noch nicht so genau, beziehungsweise ich weiß halt immer noch nicht, wie ich diese Pergamentschnipsel jetzt hier machen soll. Ich weiß nicht, wenn man mit ihm spricht, kommt wahrscheinlich auch nichts Neues dabei raus. Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Ja, okay. Ja, das ist wieder das Gleiche. Wir können auch hier nichts Neues mehr machen. Also sind die alten Sachen. Ich gehe mal draußen gucken, ob da noch irgendwas war. Aber ganz ehrlich gesagt bin ich da. Ja, das ist halt normalen Stöpsel, Tränke und so weiter. Hier rechts war die Kiste. Na gut, die ist jetzt weg. Kann man... Nee, hier kann man nicht weiter. So wie es aussieht, oder? Doch, man kann doch weiter. Ah, Moment. Baum? Der Baum ist uralt. Seltsam. Er muss also die Katastrophe vor fast 100 Jahren unbeschadet überstanden haben. Nur die Rinde blättert ab. Aber das wird mir in 100 Jahren wohl auch so gehen. Ja, wahrscheinlich nicht erst in 100 Jahren. So, Baum besteht aus Holz. Die Kiste auch. Vielleicht können wir da irgendwas mit dem Spaten... Fällen kann ich den Baum damit bestimmt nicht. Ich beschränke mich lieber gleich auf die Rinde. Okay, wir können die Baumrinde mitnehmen. Wir können... Moment. Baumharz? Ziemlich klebriges Zeug. Baumharz. Haben wir hier ja eigentlich nur die Tasse, ne? So, die Frage ist jetzt nur, was bringt uns das jetzt? Da ist Baumharz drin. Ja, es ist klebrig, aber es ist wahrscheinlich nicht flüssig genug. Aber wir haben hier... Ach so, der hat mir das gar nicht angezeigt. Da konnte man nur klicken. Okay, jetzt verstehe ich das. Wir haben hier noch einen Bereich. Was ist das denn? Spitzer Stein? Das ist der Weg. Ich dachte, man könnte jetzt hier Blümchen pflücken oder so. Der gescheiterte Versuch, einen Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateinisch Solanum lycopersicum, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt. Familie der Nachtschattengewächse. Was soll ich mit verdorrtem Kraut? Keine Ahnung, aber... Kann man auch nicht auspflanzen, das ist jetzt ein tolles Wort. Anbrennen vielleicht, also beziehungsweise anzünden, nicht anbrennen. Funktioniert auch nicht. Ja, also das möchte sie wohl nicht mitnehmen. Was ist das? Das Zeug stinkt bestialisch. Da scheint Schwefel rauszukommen. Schwefel? Da sollte man ja nicht mit den Händen anfassen. Da fasse ich nicht rein. Ich würde mir die Hand verbrennen. Okay, kann man das kombinieren mit der Tasse? Gute Idee. Wenn ich die Tasse in den heißen Dampf halte, müsste mein Arm innerhalb kürzester Zeit gut durch sein. Ja, ist doch sehr nahrhaft. Vielleicht mit dem Spaten oder so? Naja, gut, da kann man natürlich... Mit dem Kochlöffel? Auch nicht. Okay. Enzian? Sibirischer Enzianlauch. Scheint die einzige Pflanze zu sein, die hier blüht. Keine Ahnung, ob die unter Naturschutz steht. Aber die ist so schön, dass ich gern mal eine Ausnahme machen und sie heilen lassen würde. Ich würde aber keine Ausnahme machen wollen. Man kann die nicht abschneiden. Ich weiß, sie steht unter Naturschutz. Ich bin auch ganz vorsichtig. Ah, perfekt. Okay, wenigstens eine Sache können wir ausbuddeln. Die ist noch halbwegs frisch. Enzian mit Knollen. Okay. Also, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir ja eigentlich... Also, wir müssen ja die Papierschnipsel restaurieren und wir müssen
dem Alten in der Hütte noch eine Rezeptur machen. Fällt gerade was ein? Kann man da eventuell... Ah, weil sie wollte das ja so nicht übers Feuer halten. Kann man das jetzt da Das drauf Harz würde stellen? sich vermutlich in die Tasse einbrennen. Damit ist mir auch nicht wirklich geholfen. Okay, da müssen wir dann erstmal... Können wir da Wodka reinmachen? Auch nicht. Dann vielleicht mit Wasser verdünnen oder so, damit das jetzt nicht direkt dran klebt an der Tasse. Ach so, wir haben ja hier immer noch kein Wasser reinbekommen. Obwohl mit der Baumrinde. Perfekt. Das wollte ich zwar mit den Brettern schon die ganze Zeit machen, aber gut, machen wir es halt mit der Baumrinde. So, dann können wir doch bestimmt. Ja, können wir. Ja, komm her. Lecker trinken. Das arme Tier seufzt ja, als ob es kurz vorm Verdursten gewesen wäre. Oh. Was bringt mir das jetzt? Können wir da jetzt Wasser rausholen? Okay, nur was bringt uns das Unten jetzt? Harz, oben Wasser, drumherum Tasse. Ja, ist doch die perfekte Zusammenstellung. Können wir jetzt eventuell, jetzt wo das Die Tierchen so Schere ist so schön... stumpf, dass ich die Haare höchstens rausreißen könnte. Und das dürfte dem Rentier gar nicht gefallen. Die Schere ist stumpf, okay. Haben wir denn irgendwas, womit wir die... Den Streichhölzern vielleicht? Nee. Echt jetzt mit dem Nicht gerade Stein? der optimale Schleifstein, aber stumpfer kann die Schere kaum noch werden. Wer sagt's denn? Geht doch. Okay. Damit ist dann der Stein auch weg, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ganz ruhig, Brauner. Das war mein Spruch. Okay. Wir haben jetzt Rentierhaare. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt mit den Rentierhaaren? Wir tun die nicht mit da rein. Okay. Gut. Drin können wir wahrscheinlich nichts machen, ne? Können wir die Rentierhaare damit irgendetwas eventuell... Mit dem Faden? Okay. Haarbüschel. Schauen wir mal, ob wir das Zeug jetzt kochen können. Okay, müssen wir das umrühren oder so? Nee. Und jetzt? Tasse. Durch das Erhitzen haben sich Wasser und Harz vermischt. Das Harz ist jetzt relativ flüssig und warm. Flüssig und warm. Ja, bringt uns das jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht. Können das Gitterrost können wir auch noch mal mitnehmen? Nehmen wir mal einfach mit. Vielleicht brauchen wir das ja noch für irgendwas. Weil wir müssen ja hier auch noch restaurieren. Das ist ja das Problem. Die Frage ist, können wir jetzt den Kleber einfach so da drauf träufeln? Können wir ihn nicht? Können wir damit irgendwas verbinden? Auch nicht. Ist der mit den Haarbüscheln? Können wir das irgendwie mit den Schnipseln? Keine Ahnung. Mit dem Kochlöffel? Hä? Wenn ich den Kochlöffel durch den Bindfaden... Ja, das klappt. Und was soll das jetzt darstellen? Ach, jetzt haben wir erst einen Pinsel. Okay. Womit soll ich die einstreichen? Ja, mit dem Harz. Kann man das da irgendwie kombinieren? Ach, jetzt haben wir Harz. Okay. Funktioniert Wenn ich das? Das das ist jetzt die Harz ganz Frage. vorsichtig über die Pergamentschnipsel streiche.
Ja, perfekt. Es hat geklappt. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Also, Quell des Lebens ist das Wasser. Das ist ja allseits bekannt. Haben wir aber nicht mehr. Und die Tasse ist jetzt auch weg anscheinend. Die Frage ist, ist das jetzt überhaupt das Rezept, was wir brauchen? Können wir das dem Typen irgendwie fragen? Oder brabbelt der dann nur vor sich hin? Väterchen, wach auf! Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Phiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Was für eine Medizin Fiole? beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Ach, er hat uns eine Fiole gegeben, Die okay. kleine Phiole, die mir der Hirte gegeben hat. Ich glaube, er möchte seine Medizin hier reinhaben. Okay. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt erstmal Wasser reintun. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie wir jetzt 5 Teile Wasser da reintun können. 5 Teile vom Quell des Lebens habe ich. Okay, ich denke zu kompliziert. Ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht irgendwie umfüllen oder so. Was war das Fünf andere? Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig. Also, dieses Fünf Teile Quell des, was das Ganze. Wurz, das weiß ich nicht was. Das müsste eigentlich doch der Enzian sein. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die Wurzeln ab? Wir haben die Schere nicht mehr. Können wir auch nicht mit dem Spaten kaputt machen? Wir hätten den Nussknacker, aber da können wir wahrscheinlich keine Wurzeln mit abschlagen, oder? Ich könnte damit die Zwiebel auspressen, aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Okay. Kann ich das so da reintun? Nee. Die Pflanze wird da kaum reinpassen. Also, was waren dann Fünf noch? Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, was das Ganze. Tropfen des Rausches. Da kann doch eigentlich nur Alkohol mit gemeint Ein sein. paar Tropfen des Rausches. Okay, dann haben wir zumindest schon mal die 2 Sachen. Ja, die Bretter, die konnte ich doch vorher hier reintun. Hat das irgendwas mit dem Wind zu tun, wenn wir hier ein Feuer machen oder so? Ich weiß es ja nicht. Fünf Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider. Blut der Nacht. Die hat doch gesagt, Die ist noch Enzian halbwegs frisch. ist ein Nachtschattengewächs. Oder hat die das eben bei dem anderen gesagt? Ketchup ist ja das Blut der Vampire. Naja, ist jetzt ein Insider. Also es hat was mit dem Spiel zu tun. Ob man das irgendwie kombinieren kann? Nee, kann man auch nicht kombinieren. Aber ich Ketchup kann es besteht aus da Tomaten. reintun. Tun. Sind Nachtschattengewächse. Ach so, die Könnte also Tomaten waren durchaus das. hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Okay, dann haben wir Blut der Nacht. Dann brauchen wir aber In der immer Phiole noch. sind folgende Zutaten: 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches, 5 Teile Quell des Lebens. Ja.
bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich die Wurzeln hier trennen. Da das aber nicht hier oben... Willst du mich jetzt veräppeln? Oder hatte ich das nicht richtig dran gehalten? Ich meine, ihr habt es ja eben gesehen. Ich habe versucht, das hier reinzuhalten. Ich könnte damit die Zwiebel auspressen. Aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Zwiebelsaft. Haben wir denn... Wir haben keine Schüssel mehr oder sowas, ne? Können wir die da drunter stellen? Naja, da drunter ist es jetzt nicht wirklich. Aber wir probieren es trotzdem mal. So, das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Ach so, ich habe gedacht, dass... Ja, okay. Dann nehmen wir die Fiole jetzt wieder mit. War das denn... War das jetzt nicht alles? 5 Teile Quell des Lebens. 2 Teile Wurz der Tränen. Eint, was das Ganze bewirkt. Kurz bevor es mit dem Wind vereint. Also vielleicht hat das jetzt hier was mit dem Wasser zu tun. Die Medizin ist noch nicht fertig. Wieso ist sie noch nicht fertig? Oder müssen wir die jetzt auch kochen? Das Gitter können wir nochmal hier hinstellen. Gucken, ob wir die kochen können. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet... Verdunsten, das ist es. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Ach so. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Ja, dann gib sie doch mal dem alten Mann. Die ist wahrscheinlich jetzt kochend heiß. Aber ist ja egal, kann der Mann sich ja dran verschlucken. Trink, Väterchen. Das wird dir hoffentlich helfen. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja, ich habe... nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja, woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen, ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch, aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von, wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute, mit den gleichen Augen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber... Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald. Und er stellte Fragen. Die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel... die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe.
Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Ja, übermüdet bin ich zum Glück noch nicht, aber ich habe ehrlich gesagt tierischen Hunger. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, ist sowieso jetzt das Ende erreicht von dieser Episode. Ich werde die Zeit mal nutzen, um etwas zu Abend zu essen zu machen. Toller Satz. Und wir werden dann das Geheimnis der Donnervögel, von dem hier gesprochen wird, in der nächsten Episode gemeinsam lösen. Also ich hoffe, dass wir es lösen können, sagen wir es mal so. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.